Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 3. Im letzten Part sind wir in die Stages von Needleman und Shadowman zurückgekehrt, um Airman, Crashman, Woodman und Heatman zu besiegen. Alles Robotmasters aus Mega Man 2. Und jetzt wollen wir dann in diesem Part in die Stage von Sparkman und die Stage von Gemini Man zurückkehren und dort noch die anderen vier Bosse aus Mega Man 2 besiegen, die hier auch noch auf uns warten. Ja, also mal gucken, wie wir uns dann da so anstellen werden. Wir machen erstmal Sparkman, weil ich jetzt Bock habe auf coole Musik. Und danach dann eben noch die von Gemini Man. So, dann mal gucken, wie wir uns jetzt hier dann so anstellen werden. Im letzten Part lief es nicht ganz so gut, häufig, muss ich leider zugeben. Da habe ich bei einigen Stages auch oftmals ziemlich verkackt, leider. und musste Energy Tanks hergeben und auch ein paar Leben. Wir haben auch wieder ein paar Leben zurückbekommen, aber trotzdem. Würde mir wünschen, dass jetzt in diesem Part vielleicht besser, oh Gott, besser läuft. Mal kurz hier Shadowblade. Okay, der ist ziemlich fies, weil den muss man fast so besiegen, weil es gibt nicht viele Fähigkeiten, die nach oben schießen können hier in dem Spiel. Alles klar, und wieder die coole Musik. Aber ich werde aufhören zu summen. So. Und die nervigen Gegner wieder. Da oben ist Energie, aber ich habe eh voll, deswegen brauche ich auf jeden Fall erstmal nicht. Und hier, oh Gott. Hier sind solche komischen rollenden Zahnräder, die mich leicht. Oh Gott. Die mich leicht nach unten werfen können. Da unten sind auch Stacheln, die mich instant killen können. Also ja, wieder. Oh Gott, ey. Keine ganz so freundliche Stage. Nee, und ich will wieder Waschjet benutzen, weil ich meine, dafür habe ich die coole Fähigkeit. Für solche blöden Abschnitte hier. Weil das sehe ich schon kommen, dass das jetzt länger dauert, der Abschnitt hier. Ja, okay, es geht. Aber ich kann immer hier nach oben kommen, aber da oben ist gar nichts. Na toll. Wird man da nicht belohnt, wenn man hier nach oben kommt? Anscheinend nicht. Naja, egal. Aber wir haben den schwierigen Abschnitt skippen können, deswegen das passt ja. Och, nee. Nee, hab ich keinen Bock. Weil ich will jetzt nämlich eigentlich ungern Game Over gehen, weil wir sind im ganzen Let's Play noch nicht Game Over gegangen. Und ich würde es echt cool finden, wenn wir das auch weiter behalten könnten. Weil in Mega Man 1 und Mega Man 2 sind wir nämlich sogar mehrmals Game Over gegangen. Da bin ich auch manchmal mit Absicht Game Over gegangen, um eben mein Leben wieder herzustellen. Aber an sich sind wir da eben trotzdem mehrmals Game Over gegangen. Und hier aber noch nie bisher im ganzen Let's Play. Und ich würde es ganz gerne aufrechterhalten wollen, es vielleicht komplett schaffen wollen ohne den Game Over. Das wäre echt cool. Und deswegen will ich da jetzt keine Risiken mehr eingehen. Und ich habe die Fähigkeiten ja genau dafür. Deswegen, warum soll ich die nicht auch benutzen? Und das ging schnell übrigens. Wir sind schon beim ersten Boss, gegen den ich dann gleich die Fähigkeit von Needleman benutzen. Nee, gar nicht wahr. Die von Magnetman benutzen will. Moment. Wo ist er denn? Da ist er. So. Gut. Denn wir kämpfen hier gegen Metalman mit meiner Lieblingsfähigkeit aus Mega Man 2, der Metal Blade. Und der ist, glaube ich, mit dem Magneten ganz machbar. Hoffe ich zumindest mal. So, einfach ein bisschen durch die Gegend schießen, nimmt auch relativ viel Schaden, der Kollege. So, ich nehme auch ein bisschen Schaden, aber solange ich nicht zu viel Schaden nehme, passt es dann schon. So, und stirb. Okay. Gut, er hat mir die Hälfte abziehen können. Ich habe einige meiner Magnetfähigkeit hergeben müssen, aber das macht ja nichts. Krieg gleich wieder eine Energiekugel. Krieg ich wieder, okay, sehr schön. Und wieder Stacheln und ich muss wieder nach unten springen. Toll. Brauche ich eigentlich Shadow für den zweiten? Nein. Okay. So. Oh Gott, jetzt erstmal hier nach unten. Das ist auch schon voll schwierig übrigens, da jetzt vorbeizukommen überhaupt. Ach du Scheiße. Oh nee, ich will nicht. Nein, Hilfe! Lass mich bitte durch. Okay, das war's. Okay. Mann, ey, diese blöden Stachelabschnitte immer, die hasse ich. Okay, und die Dinger hier. Aber die können wir auch mit der Shadowblade ziemlich leicht besiegen, weil ich die eben in fünf Richtungen schießen kann. Und deswegen kann ich dann immer genau auf die zielen. Also ist alles auch machbar. Moment, mit Timing. Okay, sehr gut. Und stirb. Und stirb. Ah ja, Shadowblade ist echt cool. Auf jeden Fall. Und stirb. Aber übrigens, der zweite Boss wird dann, glaube ich, schwieriger werden. Weil der Kampf gegen Metal Blade, das lief ja eigentlich alles ziemlich reibungslos und ohne große Probleme. Aber ich glaube, der zweite Boss, der wird dann mehr in sich haben, wenn ich mich da noch richtig... Ah komm, geh weg. Wenn ich mich da noch richtig erinnern kann. Deswegen, das wird dann auf jeden Fall schwieriger werden. Mal gucken. So, hier wieder durch. Okay. Und wie lange dauert es denn noch? Oder sind wir gleich schon da? Ich weiß nicht genau. Hier, okay, hier haben wir wieder dann, nachdem das erste abgeschossen wurde, dann schnell durch. Aber wieder böse Schluchten. Oh nee. Oh nee, das war voll riskant. Oh Gott. Oh Gott. Das war jetzt auch super knapp. Das ist auch ein bisschen doof, wenn das Spiel so ein paar Slowdowns hat, weil eben zu viel auf dem Bildschirm los ist. Es dann aber plötzlich aus dem langsamen Zustand wieder in einen Normalzustand, wie halt jetzt wechselt. Wenn man dann eben halt anders reagieren muss, als wenn es langsam weiterlaufen würde. Können wir folgen? Und da jetzt gerade diesen einen Sprung dann nämlich über die Schlucht zu machen, war voll schwierig, weil das war zuerst langsam, wurde aber dann vor dem Sprung plötzlich schnell und dann wäre ich fast in die Schlucht einfach reingelaufen. Also echt fies. So, ich will auf jeden Fall gegen den nächsten dann Snakeman benutzen, tatsächlich. Ich könnte auch Gemini benutzen, aber ich glaube, Snakeman ist noch ein bisschen besser. Deswegen dann eher Snakeman. Denn wir kämpfen hier gegen Quickman. Und der war nicht so einfach, auch schon Mega Man 2, glaube ich zumindest. Und mal gucken, wie er sich hier so anstellen wird dann. Erstmal schon mal schlecht. Der macht mir auch ein bisschen viel Schaden irgendwie. Ja, toll. Der kann mich mit... toll. Der läuft einfach zweimal in mich rein und kann mich schon fast töten. Mein letzter Energy Tank. Ich muss aber fast hergeben. Weil ich würde ansonsten sterben.
Oder will ich mir... Ich meine, was ist denn, wenn ich jetzt sterbe? Lande ich dann wirklich wieder ganz am Anfang? Nee, glaube ich eigentlich weniger. Aber ja, ich benutze ihn trotzdem. Ist mir zu riskant ansonsten. Nicht benutzen. Ah, Mann, ey. Ich würde halt echt ganz gerne auch wieder ein paar mehr von denen finden. Ja, jetzt wäre ich nämlich schon gestorben. Seht doch mal. Ich schaffe sogar eventuell trotzdem nicht. Was zum Teufel? Alter, kannst du es bitte abkratzen? Du Arsch. Kannst du jetzt bitte... Nein, ich kann keine Schlangen mehr verschießen. Stirbst du jetzt bitte? Oh mein Gott. Toraz Energy Tank hätte mich fast noch gekillt. Alter. Oh. Ja, wie gesagt, Quickman ist brutal, weil der macht einem so viel Schaden, wenn er in einen rein... Und der ist so schnell, deswegen ja auch Quickman, dass man ihm echt kaum ausweichen kann im Arsch. Okay. So, dann noch die letzte der Stages, die wir zurückkehren müssen, noch gegen Gemini Man. Wenigstens hat es gerade eben nicht lange gedauert, weil ich meine, ich bin ja gerade, bin ich gerade eben gestorben? Ich glaube nicht, aber ich habe halt einen Energy Tank wieder benutzen müssen und das ist nicht ganz toll. Wir haben auch gar nichts bekommen, weder ein Leben noch ein Energy Tank. Und ich würde mir wünschen, dass wir jetzt dann hier wieder Shadow... Oder brauche ich die dann gleich? Ne, brauche ich nicht, deswegen kann ich dann gleich wieder schön rausbammen. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir jetzt dann hier ein bisschen mehr coole Sachen... Na shit, ein bisschen mehr coole Sachen vielleicht finden. Also halt das ein oder andere Leben oder auch den ein oder anderen Energy Tank hier in dem Level. Das wäre echt ziemlich cool, weil mir jetzt dann doch meine ganzen Ressourcen so ein bisschen ausgehen und ich gerne wieder mehr Sachen haben wollen würde. Oh Gott, das war auch ein schwieriger Sprung übrigens schon, vor allem weil direkt danach wieder tausende... Ja, natürlich. Weil direkt danach wieder tausende Gegner auf mich gewartet haben. Natürlich, jetzt habe ich auch nur so einzelne Plattformen, wo ich kaum Platz habe. Aber ich dachte schon, der könnte springen, hey. Ich muss jetzt echt aufpassen. Okay, komme ich hier hoch überhaupt? Ja, schon. Das war gar nicht mal so ein einfacher Sprung, da jetzt überhaupt nach oben zu kommen, finde ich. Okay. Ja, da hätte ich sogar vielleicht eher Rush Coil benutzen sollen, weil das war echt nicht einfach. Irgendwie. So, nein, Mann, ich hasse dich. Ich habe schon wieder so viel unnötigen Schaden hier genommen. Was zum Teufel, hey? Wie schlecht bin ich eigentlich? Gibt's noch nicht. Kannst du bitte abkratzen, danke. Und kann man wieder bitte Leben oder sowas bekommen? Das wäre echt cool. Ich meine, ich habe eh schon immer sehr viel Glück gehabt bisher, ich weiß. Aber trotzdem hätte ich gerne halt noch viel mehr Leben als bisher schon. Weil ich halt jetzt kein so guter Mega Man-Spieler bin und mir die halt langsam dann doch irgendwie ausgehen. Ja, natürlich kommen sie jetzt von überall. Schon klar, jetzt lass... Mann, ey. Ich hasse euch. Ich werde jetzt wohl hier nicht am Anfang schon sterben, oder? Das wäre jetzt sehr bitter. Geh weg, okay. Nein, die Energie ist nach unten gefallen. Nein! Nach unten gefallen. Nein! Nach unten gefallen. Mann, ich nehme so viel Schaden hier. Das gibt's doch nicht. Ich bin aber... Ich denke mal, dass die tiefer geflogen kommen. Aber ich habe so viel Schaden jetzt hier schon genommen. Das kann nicht wahr sein. Sehen wir sie nach unten, ne? Ich glaube schon. Okay, na, okay. Ach, stimmt, wir sind wieder hier. In der Stage, richtig. Ja, okay. Dann kann ich dich töten übrigens. Du bist einfach weg, okay. Dann kann ich hier vielleicht dann doch wieder ein paar Leben farmen. Das wäre ganz cool. Ja, mal gucken. Zuerst mal nach oben, dann noch gleich das Dingens da oben holen. Und erstmal gucken, was das denn kann. Das Teil da oben. So, das kann, ja, nicht wirklich viel. Deswegen, das lasse ich dann einfach aus, weil ich habe eh von allen genügend. Weil ich meine, die Shadowblade brauche ich jetzt dann auch gleich nicht mehr so häufig. Weil ich ja jetzt dann hier gleich wieder die alle kaputt machen will, genau. Um mir dann eventuell wieder weitere Leben zu holen und wieder da ein bisschen aufstocken zu können. Okay. So, dann wünsche ich mir Glück, Leute, dass wir hier möglichst viele Leben dann hoffentlich erhalten werden. Aber da vorne sind ganz, ganz viele von den Dingern. Ich möchte die ja am besten schon mal alle zerstören. Das wird auch ein bisschen dauern vielleicht. Aber das ist es wert, glaubt mir. Und deswegen machen wir das auch so. So viel Energie erstmal, dass ich hier nicht abkratze. Perfekt. Ich muss nur aufpassen auf die Stacheln da unten, weil ich dann nämlich instant sterben könnte. Was sollte mir eigentlich nicht passieren? Und da komme ich nicht weiter, deswegen steckt da Mega Man ein bisschen fest. Dann mache ich mal noch einen weiteren. Und den da oben am besten auch, dann dürfte er weiterkommen. So. Okay. Ich will aber auf jeden Fall natürlich auch... gehen wir mal kurz zurück. Ich will aber auf jeden Fall natürlich auch da nach oben. Wie mache ich denn das am besten? Ja, ich gehe jetzt mal kurz hier unten rum. Ich werde dann gleich wieder Rush Coil benutzen. Ich will dann nach oben gehen und gucken, was ich da dann finden kann. Ich muss mal jetzt kurz wieder ein bisschen Rush Coil eben benutzen. Ja. Und da ganz oben ein bisschen was wegmachen. Okay, perfekt. Genauso wollte ich's. So. Moment, ich will nochmal kurz dich jetzt schnell töten. Wieder schön hin und her wechseln, das macht ja nichts. So, stirb. Und dann gleich nochmal da oben am besten dieselben beiden nochmal treffen, dass ich dann da oben eine Reihe habe, in die ich reinlaufen kann. Das wäre jetzt optimal. Okay, perfekt. Alles klar. Genauso wollte ich's. Und dann jetzt euch noch schnell töten. Mit der Shadowblade am besten. Bam, bam. So. Dann nochmal Rush Coil benutzen und dann nach oben. Und dann können wir uns dort nach links vorarbeiten. Und dann eventuell ein Leben bekommen. Oder auch da links irgendwas anderes. Dann, keine Ahnung. Ja gut, so ganz optimal ist es noch nicht. Weil... Ich jetzt nämlich... Ja, okay, okay, mir fällt gerade was auf. Ich bin ja ein bisschen blöd. Ich kann jetzt einfach alles hier einfach blind wegmachen, weil ich ja dann da mit Rush Coil einfach nach oben jumpen kann. Das ist am einfachsten. Ja, genau, okay. Dann machen wir es dann doch so, das ist am geschicktesten. So. Und... Ja, du musst schon herkommen übrigens. Ja. Und nach oben, okay. So. Und da finden wir... Oh Mann, was will ich denn mit der blöden... Ach, gibt's
jetzt noch nicht. Ja, ich kann wieder Rushcoil ein bisschen auffüllen, das ist ganz in Ordnung. Ich meine, ich würde hier eh noch mehr Energie bekommen. Und ein Leben wäre mir da jetzt um einiges lieber gewesen. Mann, ey. Soll das hier bitte ein Leben fallen? Irgendjemand von euch? Vielleicht? Eventuell? Kuna? Nee, auch nicht. Wir haben noch einige weitere Dinger zum Zerstören und wir haben noch einige Chancen auf weitere Leben, die ich dann noch vielleicht bekommen kann. Habe ich auch nicht. Jetzt einfach die komplette Reihe hier durchgehen. Nein, kein Glück. Und hier? Kein Glück. Ach man. Und ja, hier habe ich immer wieder so ein bisschen Energie bekommen, aber brauche ich ja nicht. Ehrlich gesagt. Und hier, jetzt bin ich noch ein Leben. Wehe, wenn es da in den Stacheln landen wird. Könnte ich das so irgendwie kriegen? Ja, mit dem Chat vielleicht, aber wehe. Nee, okay. Dann einfach gar keins. Obwohl da so viele von den Dingern waren. Ja, das war jetzt ein bisschen Pech, weil da hätten wir jetzt schon eigentlich eins bekommen können. Hier sind auch noch mehr, okay. Also, die Stage ist auch wieder relativ, nicht unbedingt lang, aber es gibt hier viele von den Dingern eben, wo ich dann eventuell Leben bekommen kann. Jetzt habe ich aber leider kein Glück mehr. Das ist echt blöd. Zack, okay, perfekt. Komm ich da hoch? Ja, jetzt dann gleich komme ich hoch. Könnt ihr bitte aus dem Weg gehen, ihr Typen? Alter, jetzt... Geht doch jetzt aus dem Weg. Danke. So, dann hier nach oben. Und wieder mal schön die ganze Reihe kaputt machen. Und... kein Leben. Dann die nächste Reihe. Und... ja, ein Leben! Zwei Leben! Nice! Okay, das hat es wieder ein bisschen weggemacht. Weggemacht, dass wir jetzt gerade eben gar nichts gefunden haben. Hier ist dann gleich zwei hintereinander. Das ist doch schön. Jetzt haben wir wieder vier. Jetzt habe ich wieder ein besseres Gefühl. Vielen Dank. Okay, also jetzt gerade eben, da war ich schon ein bisschen irgendwie scheiße. Und nice. Da war ich schon ein bisschen scheiße drauf. Aber jetzt... wow, was ist jetzt los? Aber jetzt kriegen wir eins nach dem anderen. Okay, also ich nehme alles zurück, dass wir gerade eben angeblich kein Glück hatten. Ich meine, wir hatten gerade eben schon kein Glück. Aber ja, das wurde jetzt alles aber dermaßen wieder reingeholt, weil wir jetzt so unendlich viel Glück hatten hier. Wir jetzt hier in dem Raum alleine schon vier Leben bekommen. Und es gibt noch mehr, deswegen ist es noch ein Fünftel. Oder waren das jetzt schon sechs Leben? Es waren auf jeden Fall viel zu viele. Ehrlich gesagt, aber ich finde es super cool. Weil jetzt dann gleich schon, ich will noch mal kurz nachgucken, jetzt haben wir sieben sogar, also quasi acht Leben. Das ist genial. Das ist richtig genial. Okay. Und damit sind wir jetzt dann vielleicht dem Game Over entgangen. Immer noch nicht ganz sicher, weil es werden noch viele, viele weitere schwierige Stages auf uns zukommen. Vor allem dann die Dr. Wily Stages haben es einige sehr in sich. Und auch die Bosskämpfe haben es teilweise noch in sich, die kommen werden. Also, wir sind noch lange nicht durch hier. Aber mit unseren mittlerweile sieben oder halt acht Leben, je nachdem, wie man zählen will, haben wir jetzt dann doch schon ganz gute Chancen, auf jeden Fall hier dann eben komplett ohne Game Over durchzukommen. Und es könnten noch mehr werden, vielleicht. Da oben kann ich auch noch kaputt machen, sogar. So. Und wow, was ist denn jetzt los? Ich weiß gar nicht genau, kann man überhaupt mehr als zehn Leben oder neun Leben haben? Vielleicht ist bei neun Leben die Grenze, dass halt die Lebensanzahl immer einstellig sein muss. Das kann sogar vielleicht sein. Wow, Alter. Ja, neun, okay. Ja, okay, aber wir hatten ja gerade eben noch sieben da stehen. Jetzt haben wir eben eine neun da stehen, also passt schon noch alles. Aber jetzt noch ein weiteres dann bekommen, bevor ich sterben sollte. Dann kann man überprüfen, ob wir überhaupt mehr als zehn Leben haben werden. Weil es kann nämlich echt sein, dass zehn, oder halt neun meine ich, dass zehn das Maximum, ich verspreche ständig, dass neun das Maximum ist. Das kann durchaus sein. Müssen wir dann nochmal gucken. So, ich lasse mir jetzt ein bisschen häufig treffen, aber ist auch egal. Weil ich kriege eh wieder viel Energie von denen hier zurück, deswegen das passt alles. Genau, mehr Energie. Ach, so schön einfach nur. Also jetzt fühle ich mich echt wieder gut gerade eben. Das war echt ein bisschen doof, dass wir dann im einen Raum gar nichts gefunden haben. Aber hier jetzt einfach mal so unendlich viel Leben auf einmal. Das ist der Wahnsinn. Und das ist jetzt echt super cool. Das freut mich gerade riesig. Merkt man mir, glaube ich, auch an. Okay, dann. Das ist der erste, ne? Hier in dem Raum. Ich glaube schon. Und dann möchte ich auf jeden Fall gegen dich dann auch wieder Needle benutzen. Glaube ich zumindest. Ja, genau. Das ist nämlich Flashman. Das war, glaube ich, der, der eben die Zeit anhalten konnte. Der Idiot. Aber der ist mit Needleman, glaube ich, relativ schnell zu besiegen. Der läuft nur so ein bisschen gegen. Da kann dann die Zeit anhalten und dann eben mich abschießen. Aber ich kann den immer schön treffen hier mit Needleman. Also ist auch machbar, denke ich mal. Einfach ein bisschen draufhalten auf den. So. Und? Ich bin sogar leicht tot. Okay, es war knapp. ja gut, aber ich meine, ich hatte eh keinen Energy Tank mehr. Deswegen, das stand eh gar nicht zur Debatte. Und ich habe eh so viele Leben, dass es nicht schlimm gewesen wäre. Ja gut, wäre schon, weil ich wäre dann eventuell auch wieder, hätte ich wieder am Anfang starten müssen. Das wäre wieder blöd gewesen. Und deswegen, ich meine, wir haben zwar jetzt sehr viele Leben, ja. Aber so viele Leben bringen einem ohne auch ein paar Energy Tanks nicht so viel. Vor allem in diesen Leveln hier, wo ich halt dann wieder ganz am Anfang lande, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber in der einen Stage im letzten Part oder was in diesem Part? Ne, in diesem Part war das, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Da war es auf jeden Fall so. Und vielleicht ist es in jeder Stage so, dass ich wieder am Anfang dann starte. Das wäre halt blöd. Deswegen, so ein paar Energy Tanks bräuchte ich schon auch noch. Hier ist auf jeden Fall Wasser, deswegen benutze ich dann erstmal ihn hier. So. Ich könnte ja auch fliegen, aber ich nehme jetzt erstmal dann das U-Boot hier. Aber ich darf jetzt nicht mehr getroffen werden von irgendwas, was nicht so einfach wird. Aber ich gebe mein Bestes. So. Ich muss auch immer ein Auge auf die Energie haben.
Aber da habe ich dann gleich... Ah, da ist eh schon das Ende. Okay, alles klar. Also der Abschnitt hier ist deutlich machbarer, weil der nicht so lange geht wie der aus der eigentlichen Gemini Sage. Nee, nein, na, du blöder Idiot. Wo lande ich jetzt? Wie, wenn ich wieder am Anfang bin? Nee, okay, okay. Ich lande nach der... oder halt nach dem Kampf gegen, gegen Flashman. Genau, also da habe ich dann einen Checkpoint. Okay. Aber es gibt in diesem Level nur insgesamt einen Checkpoint, nämlich nur in der Mitte eben. Das ist schon fies. So, mein U-Boot ist jetzt leider aus. Ja, nicht ganz, aber so halb. Deswegen muss ich jetzt dann gleich auf meinen Chat zurückgreifen, weil... Kann ich den eigentlich unter Wasser benutzen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, ich kann ihn überall benutzen. Ja, genau. Also Rush-Chat ist in jeder Hinsicht besser als das U-Boot. Und ich kann es hier jetzt wieder ein bisschen auffüllen und das oben noch einsammeln. Also ja, und oben rum ist sogar der Weg eh einfacher. Tatsächlich. Und ich kann es hier wieder auffüllen. Deswegen, ja, also ich weiß nicht, wofür man das U-Boot braucht, wenn man auch den Chat hat. Keine Ahnung. Da ist der Chat in jeder Hinsicht besser. Okay, dann wieder Shadow-Man nehmen. So. Und ihr nervigen Viecher, lasst mich jetzt bitte in Ruhe. Jetzt bin ich noch in den reingesprungen, natürlich. Könnt ihr bitte jetzt abkratzen? Ich treffe sie nicht. So, bam. Und bam. Und bam. Also. Gut. Jetzt haben wir eben leider nur noch 8 Leben, Leute. Ich will es mal kurz zeigen. Das ist schon hart, oder? Mit nur noch 8 Leben. Was sollen wir nur tun? Ich weiß es nicht. obwohl es ja quasi eben 9 Leben sind. Ich meine, es wird jetzt schwieriger, dann unsere Theorie oder meine Theorie zu überprüfen, ob man denn mehr als 10 Leben haben kann. Oder halt mehr als 9, je nachdem. Das wird dann schwieriger zu überprüfen, auf jeden Fall. Boah, ihr nervt mich auch übrigens ziemlich. Weil ich jetzt erstmal dann wieder ein oder zwei weitere Leben bekommen muss, ohne zwischendrin zu sterben. Was so einfach wird, weil ich schon immer häufig abkratze in dem Spiel. Aber einfach mal gucken. Vielleicht können wir es auch nochmal überprüfen. Wenn nicht, dann wäre es auch nicht schlimm. Einfach mal schauen. So. Und wieder böse Stacheln sind da unten. Okay, was mir gerade aufgefallen ist, die Viecher kommen immer aus den Stellen raus, wo dort die Löcher sind. Weil da oben sind nämlich 2 Löcher in der oberen Reihe. Bei den Blöcken und da kommen dann die Viecher immer raus. Okay. Und die visieren mich gar nicht immer an. Die können auch manchmal... Nein, gehen nach unten. Die können auch manchmal einen anderen Weg... Oh mein Gott. Einen anderen Weg einschlagen. Ich wäre wieder fast nach unten gefallen, hey. Aber wir sind da. Okay, und dann ist gleich noch gegen ihn. Und gegen ihn möchte ich Sparkman benutzen. Okay. Und das macht sogar Sinn, da wir hier unter Wasser kämpfen. Und da auch unser Gegner Wasserfähigkeit benutzen wird. Wir kämpfen nämlich gegen Bubbleman. Und da oben sind Stacheln. Okay, ich darf nicht zu hoch springen. Da muss ich dran denken, auf jeden Fall. Das wäre sonst blöd. Man kann noch ein bisschen schwimmen. Okay, ich mache nicht so viel Schaden, aber es geht schon. Ja, aber ich muss... Ich habe keinen Energy Tank mehr. Ich muss also schon jetzt normal besiegen. Ich hau jetzt einfach ein bisschen raus. Dann noch einmal treffen. Okay. Aber auch nicht ganz so einfach. Heieieiei. Okay. So. Und jetzt noch eine weitere Stage, bevor dann die Dr. Wily Stages kommen. Und zwar noch gegen Breakman oder sowas. Das ist ja derselbe Typ wie auch, den wir schon gesehen haben. Aber ich weiß nicht, warum der hier Breakman heißt. Weil eigentlich heißt er nämlich, glaube ich, Protoman. Ich meine eigentlich schon. Wir machen mal das auch noch schnell. Weil das dauert nämlich nicht lang, glaube ich. Okay, so, jetzt habe ich nochmal einen Kampf gegen ihn einfach nur. Ich glaube, die ganze Stage ist nur der Kampf gegen ihn. Also sollten wir eigentlich hinkriegen. Ich bleibe bei meinem normalen Megabuster, weil ich den eigentlich gegen den ganzen in Ordnung finde. So. Na, ich wollte da gerade springen. Aber wir haben ja volle Leben von Anfang, deswegen ist das eigentlich machbar, der Kampf. Aber ich renne trotzdem immer hin rein. Weil es nicht so einfach ist, ihm auszuweichen. Okay. Hallo Dr. Light. Okay. Oh no, right after we received the last element. Okay. Oh nein, kurz nachdem wir das letzte Element erhalten haben. Wily ist mit Gamma weggerannt. Ich weiß gar nicht, wer Gamma ist. Ehrlich gesagt. Die Augenbrauen. Ja, und von dem Soundeffekt kann man auch Ohrenweh kriegen. Okay. Und dann die Dr. Wily Stages. Also ich habe übrigens auch keine Ahnung von der Story von dem Spiel. Weil ich meine, Ohrenleben. Weil ich meine, die Mega Man-Spiele haben jetzt immer nicht ganz so eine tolle Story. Also ich meine, Dr. Light, den wir gerade eben gesehen haben, der hat Mega Man erschaffen. Und der hat auch die ersten 6 Robot Masters aus Mega Man 1 erschaffen. Und Dr. Wily ist auch ein Wissenschaftler und will immer auch eigene Roboter bauen, aber hat es nicht hinbekommen. Und hat sich dann die halt übernommen und die haben dann eben gegen Mega Man gekämpft. Und was es genau hier die Story ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und wer Gamma ist oder was Gamma ist, ich habe keine Ahnung. Aber die Story ist mir in den Mega Man-Spielen auch sowas von egal. Mir geht es um das Gameplay. Wenn ihr da mal mehr wisst, was da jetzt gerade eigentlich passiert ist, ich habe immerhin übersetzt ein bisschen. Wenn ihr wisst, was da jetzt eigentlich passiert ist, dann könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren noch schreiben. Okay.
Aber ich würde erstmal sagen, Leute, das war's hier auf diesem Part von Let's Play Mega Man 3. Beim nächsten Mal geht's dann weiter hier mit schon der ersten Dr. Wily Stage und mit auch noch eventuell weiteren. Es gibt, glaube ich, hier in dem Spiel insgesamt sogar 6 Dr. Wily Stages oder 5, je nachdem, wie man das rechnet. Oder sind sogar 6, ich weiß nicht genau. Keine Ahnung. Und wir werden dann vielleicht die ersten 3 beim nächsten Mal schon machen, weil die sind zwar nicht so einfach, aber die dauern nicht so lange. In den meisten Fällen zumindest. Deswegen mal gucken, wie viele wir dann von denen schaffen können. Das Leben holen wir uns beim nächsten Mal natürlich dann auch, dass uns hier schon so anlächelt. Aber dann erst beim nächsten Mal. Okay. Auf jeden Fall würde ich dann noch sehr bei einem Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.